So geil. So geil. Wahnsinn. Wenn wir uns jetzt alle gemeinsam rumdrehen, sehen wir den Leuchtturm mit dem Gletscher im Hintergrund. Das ist ja auch ein traumhaftes Motiv. Das bekannteste Flugzeugwrack Islands, eine DC-3, die ist ja 1973 abgestürzt. Und zwar mangels Sprit musste die hier notlanden. Ist aber glücklicherweise keiner verletzt worden. Ist so ein Instagram-Hotspot, also die Leute krabbeln oben auf das Flugzeug drauf und machen dann Fotos. Und man hat auch so das Gefühl, dass an der Pilotenkanzel heftig gearbeitet wird und jeder sich sein Stück Aluminium mitnimmt. Die Nase war schon mal größer. Das Burger Voss, 62 Meter Fallhöhe und es ist geil hier. Moin YouTube, das ist sie, die heißeste Straße Islands. Nicht, was ihr so denkt, sondern nein, das ist eine geothermische Besonderheit unter dieser Schnellstraße, wie man erkennt. Und vor einigen Monaten haben die Straßenarbeiter hier 90 Grad gemessen und haben das ein bisschen gebuddelt und haben sich sozusagen ihr Mittagessen erwärmt. Ich habe es gerade mit der Geothermiekamera gemessen, das sind im Moment nur 45. Aus dem hier plappert es raus, wie man an dem Schild sieht. Es ist ganz verspritzt. Allerdings ist es nicht so heiß, wie man glauben täte da drin. Also das geht so auf 30, 40 Grad. 40. Wie ausgesprochen praktisch, dass ich hier mein Temperaturmesser dabei habe. So ein Zufall. Ja, 87, 90. Draußen hat es über 20 Grad und hier drin sind es 4. Das ist der Grund, warum hier noch ein Schneehäufchen liegt. Also, das entsteht, wenn Lava fließt und dann oben und an der Seite erkaltet, aber unten noch weiter fließt. Und dann leert sich das dann irgendwann, wenn die Lava aufhört und dann entstehen diese Höhlen. Und davon hat es viele, aber viele sind auch noch nicht gefunden. Man findet sie meistens, wenn Schafe verloren geht und ein Farmer danach ein Schaf sucht. So, ich bin jetzt ganz dicht am Vulkanausbruchsgebiet. Das ist sozusagen rechts von mir. Das sind von letztem Jahr noch eine Menge Parkplätze und Straßen übrig. Und gerade eben kam eine SMS, dass die Erdbebenaktivität deutlich zugenommen hat. Das heißt, wenn ich Glück habe, bricht er tatsächlich aus. Ganz komisches Gefühl, so ein bevorstehender Vulkanausbruch. Die sind hier gut vorbereitet. Also sie haben überall schon Straßensperren vorbereitet und gerade eben war hier auch so ein Polizeifahrzeug mit Blaulicht quer über der Straße gestanden. Also im Moment schließen sie die Straße noch nicht und warten auf den Ausbruch und die Parkplätze da hinten füllen sich aber schon so langsam. Wir pumpen gerade das Zelt auf, die Pumpe ist kaputt. Blaue Lagune, Kraftwerk, das Wasser fließt erst durchs Kraftwerk und dann in die blaue Lagune. Und da hinten, wo es ein bisschen hochquarzt, ist im Moment der Vulkanausbruch. Ist noch gesperrt, weil der Wind kommt von Norden, bläst diese giftigen Gase nach Süden und der Zugang ist eigentlich von Süden. Jetzt warte ich mal morgen noch ab, vielleicht ergibt sich's. Und da hinten erkennt man so ein paar schwarze Stellen. Das ist der Lavaausbruch von letztem Jahr. Sie meinen, es wäre mehr Lava da als letztes Jahr, aber sie fließt auch schneller raus. Um letztes Jahr war 19 Tage lang floss die Lava. Moinsen YouTube! Vulkanausbruch. Also, ist die gleiche Stelle, wo 2022 ein Vulkan ausgebrochen ist. Das ist aber jetzt kein Vulkankegel, wie man so klassisch kennt von Bildern, wo es dann oben rausspritzt, sondern das sind so Erdspalten, wo es rausquillt. Es ist weiter hinten nach Norden. Von der Ringstraße aus als beim letzten Mal. Also beim letzten Mal waren es 6 Kilometer, jetzt sind es 10. Das heißt 20 Kilometer wandern. Ich glaube ja, viele wissen hier gar nicht, was sie tun, dass das 18 Kilometer sind.
kein Sonnenschutz, keinen Rucksack, irgendwelche komischen Schläppchen, nichts zu trinken, nichts zu essen. Es hat hier alle Sprachen der Erde, also alles Europäische und viele Amerikaner. Klingonen habe ich auch gehört, eine ganze Busladung voll. Vorne erkennt man die ersten brennenden Moosfelder. Da kommt der meiste von dem Rauch her. Ah, da vorne sieht man es. Da sieht man die Lava hüpfen. Boah, so geil. Hinter der dichten Rauchwolke kam es gerade hoch. Wie im Film, so krass, oder? Sieht aus wie eine Simulation. Puh. Glaubt's nicht. Also so 1100 Grad heiß kommt die Magma da raus und das Ding da spritzt bis zu 40 Meter hoch. Also die Leute, die da dicht dran stehen, da denke ich mir auch so, muss nicht sein. Das ist ein richtiges Happening. Also die Leute sitzen hier, Hunderte kommen noch. Also ich habe jetzt den Fotoapparat mit einer 400 mm Linse hier reingeschleppt. Das war voll für den Arsch, weil das auf der Seite einfach zu viel Rauch hat. Die besten Szenen sind mit der Drohne, dann kann man nämlich von der anderen Seite anfliegen und auf der Rückseite hat es kein Moos und deswegen hat es da keinen Rauch und dann kann man da auch von oben reingucken. Das war hart. 18 Kilometer, ziemlich genau 4 Stunden. Ohne Drohne wäre es ehrlich gesagt enttäuschend gewesen, weil du durch den vielen Rauch nicht so richtig viel siehst. Geil war es trotzdem. This was a hammer, würde der Engländer sagen. Nächstes Video gibt es Männersachen, Beachbuggy fahren, Schnorcheln und Schneemobil. Bis dann. Ciao, ciao.